Mein Name ist Christian Reinhardt, ich bin der stellvertretende Gemeindebürgermeister hier in Isernhagen und heute der Einsatzleiter hier in Isernhagen HB. Wir sind alarmiert worden zu ihrem Gewerbegebiet, zu einer Firma, wo 7 Fässer eines Gefahrguts havariert sind. Die befinden sich in einem Hochregal. Dort hat sich eine Palette verkeilt und somit müssen wir diese Fässer aufwendig bergen. Es ist keines der Fässer beschädigt. Allerdings die Bergung ist technisch gesehen sehr aufwendig. Daher sind wir vor Ort mit den Ortsfeuerwehren Altwarnbüchen, Isernhagen HB, Kirchhorst und Stelle. Und so eines Leitwagen der Freiwilligen Feuerwehr Isernhagen ist ebenfalls vor Ort. Da wir mit einer längeren Einsatzdauer hier vor Ort noch rechnen, ist das Rote Kreuz alarmiert worden für die Verpflegung und die Sicherstellung des Sanitätsdienstes bzw. des Rettungsdienstes. Und ja, wie gesagt, Einsatzdauer ist bis jetzt auch unbekannt. Derzeit sind wir mit ca. 45 Einsatzkräften von der Feuerwehr und etwa 6 Einsatzkräften vom Roten Kreuz vor Ort.